Farbe kommt im Ursprung aus dem Teutoburger Wald und wir bekommen das hier als in zwei Basen und plus Pigmentpasten, die dann also hier quasi dann also gefertigt werden. Das ist also ein sehr nachhaltiges Produkt. Das sind die Pigmentpasten, die wir jetzt hier haben von den einzelnen Herstellern. Das ist, sind die Pasten von der Lehmfarbe. Also es ist echt Pigment, in Wasser gelöst ist echt Pigment. Das gleiche gilt dann eben für Little Green, wo wir dann 16 Basen haben und eben Ferrumball. Das Entscheidende ist eben, dass es eben Pasten sind und eben keine Konzentrate. Und man sieht auch, wie viel Pigmente einfach reingehen. Und das ist ja das, wenn das Wasser bronze ist, was dann an der Oberfläche dieses Lichtspiel auch wieder erzeugt. Das sind die Alpen, dies hier. Also ein Stein aus den Flüssen Trevisos, Treviso nördlich von Venedig. Dieser Löschkalk wird dann von uns hier in Hamburg pigmentiert und die Flächen zeige ich Ihnen gleich auch nochmal. Und dann zu entweder Lime Wash nennen wir das, also zu Kalktünche hergestellt. Das ist das, was Sie da sehen, was dann also mit der Bürste verarbeitet wird und eben diese Unruhe hat, weil Kalk ja aufbrennt. Zu Putzen verschiedenster Art, was ich Ihnen da vorne zeigen kann, oder eben auch zu Stucco Lustro geführt werden kann, was dann also mit der Bürste verarbeitet wird und eben diese Unruhe hat, weil Kalk ja aufbrennt. Was auch schön ist, also das sieht man hier in der Fahrkarte auch, dass sich das hier sehr schön aufbaut. Man hat in dem oberen Teil eben diese Abstufung, wo man also sehr einfach sagen kann, dieser Farbton gefällt mir, aber geht es auch ein bisschen heller oder eine Stufe dunkler. Und hier kann man wunderbar eben einfach spielen mit den Farbnuancen. Man kann das über 10 Tage nochmal anlösen, quasi in den Stamper, und kann wunderschöne Techniken machen, die sehr authentisch aussehen. Ist aber völlig entspannt, weil der Kunde jederzeit, wenn man selbst auch macht, jederzeit sagen kann, nee, bisschen mehr, bisschen weniger. Man kann es ganz einfach, es ist nichts fest. Es wirkt dann aber fest, nach ungefähr 12 Tagen, dass es dann also nicht mehr reversibel ist, aber immer noch sehr schwer.